Pole Position, unsere Brettspiel-Highlights im März. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge Pole Position, unsere liebsten Spiele im Monat März. Ja, auch wieder physisch, endlich. Genau, endlich zusammen, gemeinsam. Nee, ja, wir haben einiges runtergezockt. Wer unsere Pitstop gespielten Spiele verfolgt, der weiß, was alles auf dem Tisch war. Und deshalb war auch die Auswahl zu den liebsten Spielen diesen Monat nicht ganz einfach. Oder auch zu den verhassten Spielen. Zu den verhassten Spielen. Es gibt auch einen Ausfall. Genau. Ein Ausfall gibt es, so viel sei vorher gesagt. Ja, und wie gesagt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir freuen uns darüber. Ihr unterstützt uns damit. Und diesmal haben wir dran gedacht, auch ja, einmal ein bisschen früher zu erwähnen. Nicht immer am Ende, wenn alle schon ausgeschalten haben. Denn laut unseren Statistiken ist es so, 50% unserer Zuschauer sind ohne Abo. Genau. Ja. Also lasst gerne ein Abo da, wir freuen uns darüber. So, jetzt kommen wir mal zu den Spielen. Wie und, immer, also kurz umrissen für die neuen Zuschauer, die das erste Mal zuschauen. Wir haben das Ganze ein bisschen in Kategorien gepackt. Ja. Family Fun, Kennerspiele, Expertenspiele, Spiele, die in gar keine Kategorie reinpassen, Outstanding und halt Ausfälle. Und aus diesen Kategorien stellen wir euch jetzt unsere liebsten oder auch Ausfälle. Ja. In dem Monat März vor. Wobei natürlich Outstanding auch ein Spiel sein kann, das wunderbar in eine andere Kategorie passen würde, aber da wir ja nicht normalerweise nicht zwei in einer Kategorie zeigen, gibt es halt die Sonder... Das ist so die Mogel-Kategorie für genau. uns, wenn wir aber euch... Aber ich will darüber was zeigen. Genau, ja, auf jeden Fall. Okay, dann legen Family wir los. Fun, Family ja. Fun. Willst du zuerst? Ja, ich fange mal an. Und zwar Anfang des Monats war der Benny zu Besuch. Da haben wir zu zweit einen kleinen Spieleabend gemacht und er hat da einen Kickstarter mitgebracht. Der, umso mehr ich über den rede, umso mehr habe ich wieder Bock, ihn zu spielen. Und deswegen hat er dann auch den Weg schlussendlich hier in diese Kategorie gefunden. Und die Rede ist hier von Tumbletown. Wir haben ein kleines, fast schon Absackerspiel, wo wir Würfel als eine Art Ressource haben. Ja? Und wir bauen uns, also Western-Thema, wir bauen uns Western-Städtehäuser auf. Ja? Es gibt eine Auslage. Und dann gibt es halt dreistöckige Häuser, sind dann halt drei Würfel aufeinander gestapelt. Da gibt es verschiedenfarbige Würfel, Gold, Schwarz, Braun und ja, noch irgendwas sicher. Und es ist dann so, auf einer Auslage sucht man sich dann ein Gebäude aus, wo man bauen möchte. Man hat so eine gewisse Startressource an Würfel, die würfelt man zu Beginn der Runde, weil der Zahlenwert darauf ist natürlich auch noch wichtig, ja. Weil um so ein Gebäude zu bauen, braucht man die passenden Ressourcenwürfel und man muss auch oft noch Bedingungen erfüllen, zum Beispiel eine gewisse Zahlenreihenfolge oder nur gleiche Zahlen oder nur Fünfer oder wird halt dann immer schwieriger, ja. Und auf den Häusern, wenn man die fertig gebaut hat, sind dann noch Fähigkeiten drauf, die man dann oftmals nur einmal im Spiel, manche auch jede Runde triggern kann, zum Beispiel plus minus eins auf Würfel, die man ausliegen hat und so weiter. Und dann kann man sonst seine Stadt aufbauen. Auch beim Platzieren der Häuser ist es wichtig, wo man sie platziert, weil da gibt es auch wieder Siegespunkt-Extras am Ende vom Spiel. Und das ist eigentlich ganz flockig runtergezockt. Und ich habe wieder richtig Bock, die Westernstädte hier aufzubauen. Ja. Und deswegen ist es Tumbletown geworden. Okay, sehr Family cool. Fun, ja. Cooles Ding. Ja, hört sich spannend an. War ich damals auch beim Kickstarter interessiert, habe es dann ausgelassen, keine Ahnung. Da war vermutlich wieder zu viel anderes Kickstarter-Zeugs oder... War gerade kein Geld da für Kickstarter noch mehr. Keiner, irgendwas halt da. Ja. Ja, cooles Teil. Dann bei mir Family Fun war diesen Monat Spiel des Jahres, des letzten Jahres. 2020. Ja, dann, ja, meiner Meinung nach eines der optisch hässlichsten Spiele. Aber das Spiel selbst war dann doch wirklich überraschend gut und hat Spaß gemacht. Und die Rede ist von Pictures. Ne? Für die nicht wussten, was das letzte Spiel des Jahres ist, es war Pictures. Das heißt, du hast dich optisch schon mal nicht blenden lassen. Nein, ich hab mich ja immer geweigert. Ne? Und jetzt war ich aber bei einem Spielabend, bei Freunden zu Besuch. Und die haben gesagt, ach komm, wir spielen das. Wir haben das mit. Und ich habe gesagt, okay, komm, ich spiele mit. Ja. So, sonst, ich würde es mir jetzt selbst nicht kaufen, wie auch immer. Habe aber da mitgespielt. So, es ist halt so, wir haben A, B, C, D, E, glaube ich, und 1, 2, 3, 4, 5 und dann liegen halt da ganz viele Bilder aus, das kann alles Mögliche drauf sein und dann gibt es halt 5 Kategorien, mit denen man was basteln muss. Einmal Schnürsenkel, einmal Bauklötze, einmal so kleine Cubes, einmal Steine und so weiter und so fort. Und man bekommt halt das und man muss halt, dann zieht man das an einem Beutel mit einem Plättchen drauf, da steht dann A2 drauf und dann muss man halt das Bild nach
bauen, bilden mit dem, was man hat. Dann. Und es, es funktioniert erstaunlich gut und man muss aber wirklich teilweise sehr abstrakt denken, weil manchmal ja, kann man, denkt man halt, Alter, was will ich denn damit anfangen, wie auch immer. Aber wie gesagt, es funktioniert erstaunlich gut und hat dann eigentlich auch Spaß gemacht, weil dann, wenn du halt mit Erwachsenen spielst, dann ist das halt das abstrakte Denken kommt ja rein und so und man will halt so gut wie möglich, damit die anderen das auch erkennen, weil das gibt einem Punkte und wer halt am Ende des Spiels am meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. So, ist jetzt auch nicht ein Spiel, was ich jedes Mal spielen muss, aber ich finde, es soll dann doch mal erwähnt werden, dass es eigentlich ein gutes Spiel ist. Und das macht, was es verspricht. Genau. Okay, ja, cool. Pictures. Genau. Ja, reitet mich trotzdem nicht. Ja. Aber ja, im Ausfall dazu mehr. Ja, im Ausfall dazu mehr. Ja, dann kommen wir schon in, zum Kellerspielbereich, yes, oder? Mhm. Und ich glaube, das Spiel war auch bei dir schon mal im Pole Position Kellerspielbereich Vertreter da, als Vertreter dabei. Und wir haben Dune Imperium per Tabletop Simulator gespielt in einer Dreierkonstellation mit Benny und dir noch. Ja. Und ich finde es brutal überragend geil. Mehr untermauern kann ich es fast nicht. Wir haben hier ein Worker-Placement-Spiel mit Engine-Building und ich weiß gar nicht, interaktiver Kriegsführung. Man muss sagen Deck-Building, nicht Engine-Building. Ah, sorry. Ich hab Deck-Building, ja. Und mit den Karten, mit den Handkarten, die wir haben und die wir uns auch erweitern können, immer wieder durch Karteneinkäufe, legen wir die Plätze fest, wo wir unsere Arbeiter hinlegen. Genau. Also man legt eine Karte aus, da ist ein Symbol drauf und dann gibt es ein Gebiet, wo die Symbole abdeckt, wo du verschiedene Arbeitsplätze hast, was du machen kannst. Und je nachdem, welche Karte du halt ausspielst, man baut sich dann so gedanklich einen kleinen Plan, na, das mache ich da, das mache ich da, das mache ich da. Setzt man seine Arbeiter, zu Beginn hat man zwei, man kann noch einen dritten freischalten. Ja. Ja, baut man sich so sein Imperium auf. Ja, es gibt Spice noch, Wasser und noch Geld. Solaris, so eine Weltwährung. Das sind so die drei Währungen und funktioniert richtig geil. Man hat dann noch so Arbeiterfelder, wo auch Krieg fokussiert. Da kann man dann noch sein aus der Garnison so Kriegswürfel in den Planeten reinschieben. Und der, wo am Ende der Runde am meisten Würfel in dem Gebiet hat, bekommt dann so eine, den Bonus halt so einen Bonus, Siegespunkte in den meisten Fällen. Und der, wo zuerst 10 Siegespunkte hat, beendet das Spiel und dann gibt es eine Endauswertung und je nachdem ist da noch ein bisschen... Gibt es da noch teilweise Verschiebungen, je nachdem, ob jemand ein Endziel erreicht hat, das er gezogen hat über Intrigenkarten. Ja. Es gibt noch 4 Fraktionen, in denen man aufsteigen kann, um mit denen Allianzen zu schließen, um eventuell mehr Bonus zu bekommen und so weiter. Also richtig, richtig cooles Spiel, Dune Imperium, kann ich nur empfehlen. Ja. Kommt jetzt April, Mai auf Deutsch, Englisch schon, gibt es schon, aber schwierig zu bekommen, aber meine, von mir auch absolute Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar ein Jahreshighlight. Ja. So viel vorweg. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, also von mir. Ja, natürlich. Von der Jahreszeit her, aber es ist sicher einer der heißen Kandidaten bei mir bisher. Und ihr müsst natürlich verstehen, ne, und das über Tabletop-Simulator gespielt, nicht auf dem Tisch. Und Michael ist ja, war ja bis jetzt immer so ein bisschen... Ja, bin nicht so der Freund aber, davon. Aber, okay. Ja. Ja, cool. Und bei dir? Bei mir war es Yukon Airways. Ein Spiel, das du ja auch schon lobst und ich finde es auch super. Also Artwork... wirklich, wirklich toll, kann man nicht sagen. Spiel super thematisch. Auf der ersten Seite der Spielregeln ist natürlich auch noch ein Text erklärt, wo der Macher des Spiels erklärt, warum er das Spiel gemacht hat. Das ist auch seinem Vater gewidmet, der tatsächlich im Yukon unterwegs war. Er hatte sogar eine eigene Chartergesellschaft. Genau, der hat eine eigene Chartergesellschaft, der da rumgeflogen ist. Ja. Schon, das kommt auch gut rüber. Es ist ein Dice-Taker, also man nimmt halt Würfel von den Fluggates. Von den Fluggates weg. Es gibt 6 Fluggates. Da liegen halt Würfel aus, je nachdem nach Wertigkeit, die gewürfelt werden. Dann kannst du halt zu so einem Gate hingehen. Darfst dir eine Farbe komplett wegnehmen, wenn du möchtest. Ja, ich glaube sowas, ja. Pro Flieger hast du halt 4 Passagierplätze maximal Platz. Gibt es aber auch Möglichkeiten, das zu erweitern, meinte ich. Nein, ich glaube bei Plätzen nicht. Bei Plätzen nicht. Egal. Ja. Auf jeden Fall. Und dann kannst du noch eine Aktion von dem Gate triggern. Und dann fliegst du halt über Tickets, die du ausspielen kannst, zu verschiedenen Orten. Wenn du genug Yukon, Benzin dabei hast. Wenn du genug Benzin dabei hast. Je weiter du wegfliegst, desto mehr Geld bekommst du dafür. Ja. Wenn du die passende Würfelfarbe an den passenden Ort bringst, dann darfst du deine Engine, also in deinem Cockpit noch verbessern, dass du mehr Benzin hast. Das ist richtig und geil gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Weil du hast da so,
Also auch ein Double-Layer-Board, ja. Da klingeln bei mir eh schon mal die Ohren. Und du hast dann auch noch so ein, wirklich so ein Benzinanzeiger, aha, auch, wo du dann wirklich hin und her schieben, mhm, kannst. Es ist ein Riesenkrampf, das sage ich voraus. Zum Zusammenbauen. Es hat einige Fingernägel gekostet wahrscheinlich. Aber wenn es dann mal zusammen ist, ja, ist es wunderbar. Also richtig, richtig schönes, ja, Spiel. Kann ich nur empfehlen. Schaut es euch an. Gibt es ja auch auf Deutsch mittlerweile. Ja, bei Asmodee. Absolute Empfehlung meinerseits. Ja. Und, ja, ist ein super Spiel. Ich bin auch, muss ich noch dazu sagen, thematisch finde ich das Spiel richtig top, weil ich selbst vor geraumer Zeit, einigen, also rund 20 Jahren oder ein bisschen mehr, war ich am Yukon, selbst in Whitehorse, bin aber dann nicht mehr im Flugzeug unterwegs gewesen, sondern mit dem Kanu 3 Wochen auf dem Fluss Yukon, ja, selbst. Ein wunderschönes Land, Kanada, okay, und das Yukon-Gebiet. So viel mal zu privaten Details. Ja, und dann kommen wir zu Super Geek! Super Geek! Ja. Ja, kleine Werbeeinblendung. Falls ihr euch fragt, wo Michael sein Super Mandalorian-Shirt oder ich hier mein Zombie-Abenteurer-Shirt herhabt, das gibt's bei Super Geek. Oder Michaels Skeletor-Shirt oder mein Da Vinci Cthulhu, dann schaut bei Super Geek vorbei. Für Movie, Fernsehen, Serien, RPGs oder Animes, für alles. Allen, für jeden ist was dabei, bei Super Geek! So, ja, Michael, dann... waren wir gerade woanders. Irgendwas war komisch. Auf jeden Fall, weiter geht's mit Expertenspiele. Ja, bei dir? Ich habe hier eine weiße Linie. Ich hatte leider kein Expertenspiel in dem Monat. Ja. Von dem her gebe ich direkt an dich ab. Ich habe tatsächlich ein Expertenspiel gespielt, weil ich mich mal wieder mit meiner Spielegruppe getroffen habe, wo halt so, sagen wir mal, schwierige Spiele spielbar sind. Nicht, dass ich andere Spiele nicht gerne spiele oder so, ich spiele auch ab und zu gerne mal ein Expertenspiel und die Rede ist hier von Maglev Metro. Auf jeden Fall die eine Seite davon ist ein Expertenspiel, die andere kann man im Kennerspielbereich ansehen, weil es einfach einfacher geht, sich seine Engine aufzubauen. Also es ist ein Engine-Builder mit Tile-Placement, wo wir versuchen, unsere U-Bahn-Strecke auszubauen und verschiedene Sachen zu triggern. Ganz wichtig, es hängt alles miteinander zusammen. Also du kannst 2 Aktionen machen, hast einen riesen Aktionsboard, was man alles machen kann. Den Zug bewegen, neue Teils auslegen, Passagiere aufnehmen, Kapazität in deinem Zug, Passagiere ausladen. Dann darf ich überhaupt Stationen bauen, darf ich innerhalb meiner Strecke drehen oder muss ich jedes Mal zum Ende der Strecke fahren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man so tun kann, die dann aber immer andere Sachen triggern. Also ich kann beispielsweise zu Beginn nur die Roboterfabriken anfahren, um meine Engine auszubauen. Wenn ich dann irgendwann mal Passagiere aufnehmen möchte, die dann auch meine Endwertung überhaupt erstmal ins Laufen bringen, muss ich anfangen zu Stationen bauen. So, dann kann ich die Station irgendwo hinbauen. Wenn ich dann die angeschlossen bin, dann darf ich von der Farbe Personen aufnehmen, Passagiere, von allen anderen aber nicht. Das heißt, ich kann erst was tun, wenn ich da unten auch was gemacht habe. Ich kann dann über die Passagiere, die ich aufnehme, kann ich dann Siegpunkte für Passagiere am Ende, die ich auf meinem Board ausliegen habe, aufnehmen. Oder es gibt so Sonderkarten, da darfst du am Ende des Spiels eine davon werten, kannst aber, wenn du die Leisten und Spalten auffüllst, mehr werten, 2, 3, 4 maximal. Du kannst die Leisten voll machen, dass du mehr Aktionen hast als nur die 2. Das geht bis maximal 5. Also da ist unglaublich viel und so viel miteinander verbunden. Du musst dann deine Wege führen. Von jeder Station kannst du halt nur 2 Ausgänge haben, nicht 3. Das heißt, du musst dann teilweise umplanen, wieder abreißen, neu bauen. Material ist natürlich grandios. Du hast Metallzüge. Die Roboter sind tatsächlich so Gold, Silber und Bronze. Dann die Teils, das sind Hexfelder, die durchsichtig sind, die dann eine Linie drauf haben. Da gibt es kleine Kurven, große Kurven oder Geraden, die baut man dann teilweise auch übereinander. Das heißt, am Schluss hat man wirklich so ein U-Bahn-Netz vor sich ausliegen. Ein super Spiel von Bézier Games. Ob das mal auf Deutsch erscheinen wird, weiß ich nicht. Falls ihr an dem Spiel interessiert seid, aber nicht so genau wisst, schaut in unser Regelvideo, haben wir eins gemacht. Und also ich kann es nur empfehlen, Maglev Metro, wirklich, wirklich sehr, sehr cooles Spiel. Sehr kopflastig, man muss gut vorplanen. Man kann auch gut vorplanen, bis man wieder dran ist. Macht man das nicht, kann die Downtime natürlich schon ein bisschen ansteigen. Aber, also ich muss sagen, Maglev Metro hat mir wirklich gut gefallen. Absolute Empfehlung meinerseits. Ja, jetzt ist es mir gerade eingefallen, wo wir gestern geschrieben haben, was für Spiele du noch mitbringen sollst. Maglev Metro. Ja, Maglev Metro. ja, dann beim nächsten Mal. Dann. Mhm. So,
Dann sind wir im Outstanding-Bereich, eben Spiele, die wir so reinmogeln oder die in keine Kategorie dazugehören. Und da bei mir in dem Fall der Kennerspielbereich durch Dune Imperium schon geblockt war, finde ich, passt Steampunk Rally Fusion ganz gut in den Outstanding-Bereich. Weil ich denke, es schwirrt so von der Komplexität der so Familie plus Kenner-Spielbereich. Wir sind hier bei dem Spiel irgendwelche bekannten Wissenschaftler, Albert Einstein, Marie Curie, wie hieß er? Edison, Tesla, wie sie alle heißen, Unmengen an Spieler. Und wir haben da noch, das sind die Kickstarter Exclusives gewesen, ist noch gar nicht ausgepömpelt. Ja. Wir haben hier eine riesen Anzahl von Würfeln, ja? Rote Würfel sind Feuerantrieb, gelbe sind Strom, blaue sind Wasserkraft und dann haben wir noch Fusionsenergie, das sind die neuen Würfel. Wir haben hier eine Rennstrecke, das sind, kann man je nach Spieleranzahl, ist sie länger oder kürzer. Mhm. Ist immer doppelseitig, das heißt, wir haben hier vier verschiedene Rennstrecken und jede Menge Karten und hier tolle Zahnräder, das ist auch eine Ressource. Und es ist im Prinzip so, dass wir haben eine Auslage an vier verschiedenen Kartenarten, so Spezialfähigkeiten, Silber, Gold und Bronze. Jeder zieht davon immer eine Karte pro Runde, sucht sich eine Karte davon aus und gibt die anderen drei an den linken Nachbarn weiter, bekommt vom rechten drei. Die Karte, wo man sich ausgesucht hat, spielt man auch sofort aus. Entweder tut man sie an seiner bestehenden Fahrzeug, wo man hat, anbauen. Oder man kann oben rechts sind so Ressourcen angegeben, zum Beispiel extra neue Würfel oder so, okay. Bekommt man die in seinen Pool, falls einem das gerade wichtig ist. Und wenn man dann alle vier Karten gedraftet hat und an sich angelegt hat oder sie eben verkauft hat sozusagen, tut man seine Engine in Gang bringen. Und das ist dann halt, man würfelt erstmal seine Würfel, die man im Pool hat und kann sie dann verteilen. Auch bei dem einen Motorblockteil ist dann verlangt, dass man mindestens eine gelbe 3 hat oder höher. Dann passiert das und das. Kann wieder neue Würfel generieren, die wir dann würfeln. Okay. Schlussendlich ist das Ziel, dass wir Bewegungsschritte machen mit unserem Fahrzeug, um nach vorne zu kommen. Mhm. Aber die Strecken sind auch teilweise gefährlich und schaden unserem Fahrzeug. Wenn wir dann nicht genug Schilde haben oder Schilde aufgebaut haben durch Würfel, müssen wir wieder Karten abgeben vom Fahrzeug und so weiter. Ja, und das hat so eine typische Kettenreaktion, Engine Building, wie man so sein Fahrzeug zusammenbaut. Und das macht mir richtig Laune, hat richtig Spaß gemacht. Und wird auch heute im Laufe des Tages noch auf den Tisch kommen. Auf jeden Fall. Damit der Dominik sich da, damit er für nächsten Monat schon ein Spiel des Monats hat. Ja, vor allem, das Spiel steht bei mir auch zu Hause ungespielt. Aber und du willst unbedingt wissen, das bringt mir halt mich halt die Regeln bei. Vielleicht lassen wir gleich die Kamera beim Regeln erklären mitlaufen, dann haben wir gleich wieder ein Regelvideo. Ja, natürlich. Nein, und das Lustige ist, man kann es bis zu 8 spielen. Boah. Das ist halt schon eine Ansage. Wie es da ist, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir vor, dass es zu dritt, zu 40 ja super geil ist. Downtime, wenn man sich gegenseitig vertraut, hat man eigentlich nicht, weil während dem Draften sind alle dabei und während der Engine-Building-Phase oder wo man halt so seine Motoren ins Laufen bringt, das könnten eigentlich alle parallel machen. Okay. Klar, für die ersten Runden und bis die Leute das Spiel kennenlernen und so, ist es sicher nicht, aber wenn alle das Spiel gut kennen, kann es eigentlich parallel laufen. Ich denke, bescheißen sollte da keiner. Also außer Dominik. Ja, Michael, dass ich die Regeln wieder zurechtlegt. Ja. Ja, das ist was anderes. Bescheißen und Regellücken ausnutzen. Genau, eben. Steampunk Rally Fusion. Okay. Ist, glaube ich, auch im Retail ist auf jeden Fall die Fusionsversion auf jeden Fall erhältlich. Das ist jetzt die Atomic Edition, wo das Grundspiel auch dabei ist. Also ja, es ist beides. Steampunk Rally und du hast Steampunk Rally Fusion. Es sind beides Grundspiele, beides einzelspielbar. Genau, und es ist beides in einer geilen Box zusammen. Ich habe nur die Fusion-Version ohne das. Ob man die erste wirklich braucht, weiß ich nicht. Du hast einfach zwei Rennstrecken mehr. Und halt 20 Fahrer. Die sind halt schon asymmetrisch in ihren Startfahrzeugen, aber ich glaube, es kommt nicht so oft auf den Tisch, dass du das hier ausreizen würdest. Aber ja. Kommen wir zu deinem... Ja, mein Outstanding diesen Monat, das Skull King, das Würfelspiel, hat einfach super viel Spaß gemacht. Also wer Skull King, das Kartenspiel kennt, wir haben hier einfach ein Würfelspiel. Man muss halt wissen, es ist halt einfach ein reines Glücksspiel. Klar kann man ein bisschen taktieren, wann ich welchen Würfel ausspiele. Aber da können halt auch bei den höherwertigen Würfeln Fails dabei sein. Mhm.
Aber es ist super schnell gespielt, 8 Runden gehen fix raus. Man zieht auch Würfel verdeckt aus einem Beutel, das heißt, man hat halt auch wie beim Skull King normal nicht immer die gleichen Farben auf der Hand, ja, und so weiter, oder von einer Farbe mal ein bisschen mehr. Wie beim normalen Skill King, du sagst an, wie viele Stiche du machst, einfach diesmal mit Würfel, je nachdem, ob du matchst oder nicht, dann kriegst du Plus- oder Minuspunkte und so wird halt runtergewürfelt. Und es ist halt leider out of print, so viel ich weiß, und durch das eher schwierig erhältlich, Preise ab 30 Euro aufwärts. Ob man das für ein Würfelspiel ausgeben möchte, weiß ich nicht. Mir hat es persönlich gut gefallen, man kann daneben gut Bier trinken, Brezel essen und so weiter und so fort. Ja, Skull King, das Würfelspiel. Sehr schön. Ja. So, und Ausfall, habe ich eine weiße Linie, keinen diesen Monat gehabt, aber du hast da was stehen. Also grundlegend, ich bin kein großer Fan von Dixit und Mysterium und solchen Spielen auch wie Pictures, wo man so anderen Leuten Hinweise geben muss anhand von Bildern oder vielleicht das mit bei Pictures, wo man sich was aufbaut oder so, vielleicht schon eher. Aber wir haben Mysterium Park gespielt. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, ich wurde gelockt fast schon mit dem Titel Park. Ich bin ein großer Park-Fan so und gedacht, ah, wer weiß, vielleicht ist das ja was Lustiges. Nein, für mich nicht. Es gibt sicher Leute, die Dixit mögen, und Mysterium Park sicher eine Alternative. Ja. Für Leute, die sowas gar nicht mögen, lasst doch die Finger hier davon, ja. Um was geht's? Wir müssen einen Mörder finden. Es spielt so in so einem Zirkus Park. Ich weiß nicht, ob das ein fester Park ist oder. Ja, es geht darum, es wird jemand umgebracht, wir müssen den Mörder finden. Und wir müssen nicht nur den Mörder finden, sondern auch an welchem Wagen oder an welcher Lokalität es auf diesem Mysterium Park passiert ist. Dazu liegt eben ein Brett, da liegen 9 Karten aus. Und einer der Runde ist das Mysterium oder das Medium. Und muss uns Karten zuschustern, die uns auf die richtige Spur bringen oder ja, damit wir einfach auswählen, welcher von diesen 9 Charakteren, die dort ausliegen, nicht der Mörder war. Und dazu hat das Mysterium so eine Karte. Ich hoffe, ich finde da auch ein gutes Bild und blende es ein. Das ist nämlich ein bisschen kompliziert zu erklären. Da auf dieser Karte sind 9 Felder drauf und auf den einzelnen Feldern sind verschiedenfarbige Punkte drauf. Und die farbigen Punkte weisen auf die unterschiedlichen Spieler am Tisch hin. Also ist in der Mitte von den 9 zum Beispiel ein roter Punkt und ich bin der rote Spieler, muss der Spieler mir eine Karte zuweisen, die mich darauf bringt, dass ich die mittlere Karte auswähle. Und so weit, so gut. Ja? Problem ist jetzt nur, dass die Karten eine Katastrophe sind. Also wir haben drei Runden haben wir gespielt, wir haben 3-mal verloren. Und haben kaum Zusammenhänge gefunden. Okay. Also, ich glaube, wir sind jetzt nicht so auf den Kopf gefallen, um irgendwelche Verbindungen zu ziehen, aber die Karten waren wirklich immer. Also, hat mir gar nicht Spaß gemacht. Dem Kollegen, der mit am Tisch saß, auch nicht. Den beiden Frauen, ja, mögen vielleicht eher sowas, aber uns hat es auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Und deswegen ist Mysterium Park mein Ausfall des Monats. Ich bin einfach nicht gemacht für so eine Art Spiel. Ja. Ich würde es mal mitspielen, mir aber selbst nicht kaufen. Ich bin ja, mag ja eigentlich so Spiele ganz gerne. Von dem her könnte es für mich dann doch was sein. Vielleicht kann ich auch ein bisschen abstrakter denken. Wer weiß, an was das alles liegen kann. Keine Ahnung. Ja, was auch wichtig ist, alternativ für Mysterium Park empfehle ich immer Greenville 1984. Genau. Ja, das ist eine Alternative. Sehr, sehr cooles Game. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann sind wir am Ende. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.